Es ist ein geringeres Übel, diejenigen auszugrenzen, die sich noch nicht impfen haben lassen. Es ist die richtige Zeit für die Erstimpfung oder die spätestmögliche Zeit für die Erstimpfung und die richtige Zeit für die Drittimpfung. Ich bin sehr froh, dass wir Demonstrationsfreiheit haben, dass wir das Recht dazu haben. Aber im Letzten wird uns nichts davon abhalten können, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Es ist ein ungemütliches Leben, aber selbst Lockdown überlebt man. Wenn dieses Mittel notwendig war, dann war es das richtige Mittel. Der Papst ruft dazu auf, es ist eine moralische Christenpflicht, sich impfen zu lassen. Für die Gegner wird es hart bleiben. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dies ist ein sehr kurzes Video, ein sehr schnelles Video, ein sehr spontanes Video. Das Video hat damit zu tun, dass ich gestern Abend auf dem rein deutschen YouTube-Kanal von mir, den ich hier jetzt mal eben einblende, ein Video hochgeladen habe, das ich gestern also produziert habe, das hier aber nicht mehr draufsteht, weil das letzte Video, das hier steht, ist vor 2 Wochen. Warum ist das so? Wenn wir auf Videos verwalten gehen, dann werden wir sehen, dass wir im Dashboard sehen, dass ich aktive Verwarnung wegen eines Verstoßes gegen die Community-Richtlinien bekommen habe. Dein Inhalt, Impfquisition, Impfspiegel, gelehrte Irrlehren in der Medizin und das Impfgeschäft bringt Geld, wurden entfernt, weil sie gegen unsere YouTube-Community verstießen. Das ist passiert am 15.02. Das Video habe ich gestern am 14.02. nachmittags aufgenommen und dann produziert und dann direkt hochgeladen. So, das ist gestern Abend um 8 Uhr in Premiere gegangen, wurde, glaube ich, ich schätze mal 150 Mal oder sowas angeschaut. Da sind auch ein paar Kommentare zu reingekommen. Frank Matthias hat hier 2 Kommentare abgegeben, Anna Pavlok hat hier Kommentare abgegeben, 4 Stück sogar, alles auf demselben Video. Die kann man natürlich außer hier bei Google den Nachrichten nicht mehr aufrufen, weil das Video, wie ihr seht, ja weg ist. Das gibt es nicht mehr, weil wenn man hier jetzt draufklickt, dann ist die ganze Nachricht weg. Ne? Also mit anderen Worten, das Video ist weg, die Berichte sind weg. Gut, ich habe das als E-Mail bekommen, ist ja kein Problem. Als E-Mail bekommen, ja, da gehe ich mal kurz in meinen E-Mail-Account und dann zeigen wir mal eben die anderen Mappen und dann haben wir hier eine Mappe YouTube, Google, Vimeo und was weiß ich nicht alles. Oh, warum ist das hier nicht drin? Ach doch, hier, siehst du? So, YouTube hat deine Inhalte entfernt. Das ist ja vorher schon mal passiert, seht ihr hier am 6.8.12. Deswegen ist das Video hier, ist das ja drin. Und jetzt machen wir mal hier auf Vollbild. Die Information, unser Team hat deine Inhalte geprüft, und leider festgestellt, dass sie gegen unsere Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen verstoßen. Impfquisition, Impfspiegel, gelehrte Irrlehren in der Medizin, das Impfgeschäft bringt Geld. Nun, in diesem Buch, also in diesem Video, habe ich ein Buch gelesen von 1920. Hier, die Impfvergiftung, der Impfspiegel in Wort und Bild, das hier. Das Buch habe ich gestern gelesen. Die Impfvergiftung der Jugend habe ich dann später aufgemacht, habe gestern Abend dann noch aus dem Buch Die schlimmsten Jesuiten des Deutschen Reichstags und so weiter auch noch ein Video gemacht, das ich auch hochgeladen habe, auf privat gestellt habe und jetzt gelöscht habe, weil ich mache jetzt auf dem rein deutschen Kanal keine Videos mehr im Augenblick. Der Impfspiegel in Wort und Bild, da haben wir auf Seite 28, glaube ich, gestern angefangen zu lesen, mal eben gucken, ungefähr da war das. Das kann ich ja hier jetzt ruhig zeigen. Ich lese das ja auch nicht. Und es geht hier jetzt auch nicht irgendwie um den Inhalt oder so. Das war ein paar Seiten vorher hier anscheinend. Mit den Bildern. Das hier hatten wir gestern gelesen, das weiß ich noch, weil das habe ich gestern noch rausgesucht. Dieses Impetio Contagio, das heißt also eine ansteckende Eiterflechte, ja, wie die behandelt wurde. Na, jedenfalls habe ich das Buch gestern hier gelesen, das war ja auch nicht das erste Mal. Und ich schätze mal, dass YouTube sich stört an gelehrte Irrlehren in der Medizin, an dem Titel, weil die gucken sich ja das Video nicht an. Wenn du eine Beschwerde einlegst, was ich diesmal nicht gemacht habe, weil es ist ja sowieso verlorene Zeit, das zu machen,
Wenn man das macht, dann kriegt man sowieso immer nur dieselbe Antwort. Ja, wir haben das nochmal geprüft, aber trotzdem sind wir bei unserer Entschließung geblieben. Nun, der Punkt ist, ich kann jetzt 14 Tage auf dem rein deutschen Kanal, also auf diesem hier, nichts mehr hochladen. Ja, ich kann in der Community keine Berichte machen, weil ich aufgrund der Verstöße mit den Community, also mit den Gemeinschaftsregeln, meinen sie ja, dass ich dagegen verstoßen habe. Deswegen kann ich jetzt hier 14 Tage nichts machen. Das heißt, ich kann euch auf dem Kanal nichts wissen lassen. Und ich habe hier in der Übersicht natürlich meine Videos rausgestrichen. Deswegen ist Paternidad, das übrigens nur 450 Mal lächerlich, wenn ich angeschaut wurde, vor 2 Wochen das letzte ist. Das ist ein Jesuitenvideo, wo es um darum geht, wie die Jesuiten dafür sorgen, die Leute für sich zu vereinnahmen und wie sie sogar mehr oder weniger aussichtslose Fälle noch für sich gewinnen können und die Leute Perinde ac Cadaver zum Kadavergehorsam bringen. Also ein sehr schönes Video. Gut, jetzt wird das Video, was ich machen wollte, schon viel zu lang. Was ist jetzt eigentlich der Grund, dass ich dieses Video mache? Also, auf diesem Kanal, auf dem rein deutschen Kanal, werde ich mich in der Zukunft umorientieren. Die Inquisition wird hier in keinster Weise fortgesetzt. Da wird kein einziges Video mehr zu erscheinen. Wenn ihr die Inquisition folgen wollt oder wenn ihr der Inquisition folgen wollt, dann müsst ihr das machen auf meiner Webseite. Die Webseite blende ich euch hier mal eben ein, kann man wunderschön hier sehen, hat der Sven sich unglaublich viele Mühe mitgemacht und macht er sich noch Mühe, weil das ist ja noch nicht fertig. Da kommen immer noch Dinge bei, wie zum Beispiel hier Videos, da kommen auch Audios bei, das ist dann im Englischen und im Deutschen auch noch. Wenn wir hier runter scrollen, sehen wir das Gästebuch, sehen wir hier die ganzen deutschen Bücher, die ich hochgeladen habe oder die er hier auf der Webseite hochgeladen hat. Man kann mich hier drüber kontaktieren. Ja, also auch so kann man mich erreichen. Da braucht es keinen YouTube-Kanal mehr für. Und Kommentare über die Videos und so weiter. Aber es geht alles über die Webseite. Da haben wir halt hier die Startseite. Wir haben ein Gästebuch, das ihr gerade gesehen habt. Wir haben die Bücher, die hochgeladen sind, wann immer weiter welche zukommen. Und Videos, wo auch noch viele dazukommen. Videos. Ja, schaut mal, da haben wir jetzt bis jetzt hochgeladen die Spielliste von Babylon nach Rom, da haben wir die Inquisition hochgeladen, da haben wir auf YouTube gesperrte Videos hochgeladen. Christliche Musik, das wird noch gemacht, da habe ich noch nicht, das ist glaube ich nur ein Lied drin von Alexander im Augenblick, da kommt noch eine ganze Menge bei. Die Jesuitenlesung von Theodor Griesinger, das Doppelgesicht des Papsttums, Herrscher des Bösen und Romanismus und die Reformation. Das ist bis jetzt alles hochgeladen, da kommt noch mehr. Alles, was ich auf YouTube gemacht habe, wird hier hochgeladen in Deutsch. Und dann gibt es die Seite auch in Englisch. Ist auch ganz interessant. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, könnt ihr hier oben die Sprache wählen. Ja? Deutsch, Englisch. Wenn wir jetzt Englisch wählen, dann erscheint hier Hour of the Truth, Home, Guestbook, Books, Videos. Und wenn man da dann runter scrollt, da gibt es dann hier auch noch eine Seite Inquisition Update. Da wird dann vor allen Dingen Tom hier noch einen Text mit reinmachen, um sich selber vorzustellen. Und so wird das in Englisch die Seite unterhalten. Aber jetzt über das Deutsche nochmal. Was ist jetzt der Grund, weshalb ich hier dieses Video überhaupt mache? Ja, einerseits natürlich, um euch mitzuteilen, schaut mal, mein Video wurde keine 12 Stunden, nachdem es auf YouTube hochgeladen war, völlig unrechtmäßig gesperrt. Die Zensur sorgt dafür so weit, dass ich 14 Tage kein Video mehr hochladen kann und weiterhin eben auch, wenn ich innerhalb von 3 Monaten den nächsten Streich bekomme, wird mein Kanal endgültig gestrichen. Das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Deswegen werde ich mich auf diesem Kanal umorientieren und hier werden in der Zukunft nur noch Bibelstudien erscheinen, die ich mache. Ja? Nur noch Bibelstudienvideos. Und da ich da noch nicht mal mit angefangen habe, wird das eine Zeit lang eben jetzt ziemlich leer sein auf dem Kanal. Das heißt, da wird nicht viel passieren. Aber, und das ist das Schöne, weshalb ich jetzt da auch eine Sofortpremiere von mache, von diesem Video, weil ich euch da eben etwas zeigen möchte. Und das, was ich euch zeigen möchte, ist, dass ich jetzt live, während ihr dabei seid, das Video, das gestern gelöscht wurde, das hier steht, und hier ist dann die Lesung, die ich gestern Abend noch gemacht habe, das Video jetzt hochlade via FileZilla auf meine Webseite und der Sven, der hier in Skype schon darauf wartet, dass er das Video bekommt, dem werde ich das jetzt hochladen. Also, ich werde mich jetzt hier eben mal einloggen und dann werde ich dieses Video hier reintun und damit wird das jetzt übertragen auf die Webseite und dann wird der Sven das Video in die Spielliste
Inquisition einfügen und wahrscheinlich auch in auf YouTube gelöscht. So, wollen wir eben sehen. Übertragung läuft. So weiß der Sven auch, dass das Video jetzt kommt. Er ist zwar aktiv, aber vielleicht gerade eben nicht am Computer. Ist auch in Ordnung. Da, jetzt hat er es gelesen, das sehen wir. Und jetzt tippt er. Ich habe jetzt keine Lust, ihn hier zum Gespräch einzuladen, weil das ist ein live aufgenommenes Video. Und da habe ich seine Zustimmung nicht für gefragt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass ich das jetzt auch nicht mache. Wie groß ist die Datei? 2 Gigabyte. Ja. Und dann wird er das halt jetzt da hochladen nachher. Das heißt, ihr seht es jetzt hier live passieren, dass das Video übertragen wird auf die Webseite. Der Sven bekommt es und der Sven wird sich gleich dran machen, das Video auf der Webseite hochzuladen. Und dann ist dieses Video, Inquisition, gelehrte Irrlehren in der Medizin, und das kann ich jetzt hier auch mal eben aufmachen, deswegen sperren Sie mir das Video nicht. Alleine schon aus dem einfachen Grunde, weil ich hier jetzt nichts Verfängliches zeige, sondern nur mal am Anfang den Titel und den Ton ausschalte und das Video nicht mehr abspiele. Das ist nur ein Standbild, was man sieht, also da können Sie mir ja wohl nicht viel mit. Aber eben dieses Video, Impfquisition, gelehrte Irrlehren in der Medizin und das Impfgeschäft bringt Geld, gefällt YouTube überhaupt nicht, schlägt die Zensur vollständig zu. Und mit 2 Strikes ist mein Kanal sehr gefährdet, um geschlossen zu werden. Und deswegen werde ich dann nur noch Bibelstudien hochladen. Und alles andere werde ich auf meinem Hauptkanal hochladen. Der Hauptkanal, den ihr ja kennt, Joggler66, der zweisprachige Deutsch-Englisch-Kanal, wo ja auch die Verschwörungen erscheinen, wo jetzt auch dieses Video erscheint, weil auf dem anderen Kanal kann ich ja nichts hochladen. Ne? Und da morgen Abend hier bereits das nächste englischsprachige Video erscheint, mache ich das Video jetzt hier als Sofortpremiere. Und mit der Inquisition geht es weiter. Ich lasse mir das Maul nicht verbieten, nur das wird dann halt nur auf der Webseite hochgeladen. Ob ich es auch auf BitChute hochlade, will ich noch gar nicht mal behaupten, weil warum? Ich möchte meine Webseite promoten und ihr solltet das auch tun und ihr könnt das jetzt wunderbar machen, durch eben die Webseite zu bookmarken, wie man das so schön sagt, also zu kennmerken in eurem Browser. Ja, in dem Bild, in dem ihr aufs Internet gehen könnt, einen Favoriten zuzufügen, dass ihr auf die Seite kommen könnt. Und ja, wie gesagt, also auf dem rein deutschen Kanal erstmal Pause, dann nur noch Bibelstudie, andere Videos auf dem Joggler66 Hauptkanal, wo dieses Video hier jetzt erscheint. Und für die, also ihr könnt euch bei YouTube dafür bedanken, warum das so ist. So, so einfach ist das. Jetzt habe ich dieses Video so weit gemacht, wie ich machen wollte. Im Grunde habe ich alles gesagt, was es zu sagen gibt darüber. Ich lasse mir das Maul nicht verbieten. Deswegen bin ich dem Herrn und Sven unglaublich dankbar, dass der Herr Sven zu mir geführt hat, dass er uns zusammengeführt hat, lassen wir mal so sagen. Und dass der Sven mir diese Webseite gemacht hat und zur Verfügung stellt. Und dass ihr auf diese Art und Weise die Information vollständig unzensiert weiterhin bekommen können. Dafür steht diese Webseite von Joggler66, wo ja auch dieses neue Wappen mit drauf ist, wie ihr gesehen habt. Und technische Information von dem Sven hier für die Webseite, dass wir also da einen neuen Server mit 1,4 Terabyte kriegen, dass wir also genügend Speicherplatz haben, um die ganzen Sachen dort hochzuladen. Und es sind halt große Dateien manchmal. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Joggler66, wenn ihr Stunde der Wahrheit folgen bleiben wollt, weil auch ihr findet, dass die Wahrheit in dieser Welt Gehör finden muss, dann abonniert meinen Kanal oder abonniert meine Kanäle und vor allen Dingen merkt euch die Webseite www.joggler66.de, so wie es hier oben geschrieben steht. Die Webseite ist im Augenblick zweisprachig, wird vielleicht in der Zukunft noch auf das Flämische dreisprachig ausgebaut. Das kann ich noch nicht bestimmen, das weiß ich noch nicht. Aber den Newsletter, also den Newsbrief oder wie auch immer, also Neuigkeiten schreiben, kann man von dort beziehen, in Deutsch, in Englisch und in Flämisch. Da könnt ihr euch für eintragen. Und wir sind auch dabei, ein Forum zu machen, wo man sich dann untereinander austauschen kann. Das kommt alles dann noch zu. Da ist unglaublich viel Arbeit dran und der Sven beschäftigt sich teilweise bis zu 14 Stunden am Tag damit. Und dafür meinen ganz großen herzlichen Dank und für euch natürlich auch ganz herzlichen großen Dank für die Unterstützung. Unterstützung, ja, da kommt bei der Webseite auch eine Möglichkeit, um
finanzielle Spenden zu machen, weil so eine Webseite bauen und unterhalten kostet Geld. Und wir haben nicht die, wie sagt man das, die finanziellen Mittel, die Google und damit YouTube hat, sondern wir sind ganz normale, kleine, sterbliche Menschen. Der Sven hat einen ähnlichen Job wie ich. Ich fahre Taxi und befördere Personen. Er befördert hauptsächlich Bauschutt und hat daneben noch eine Werbeagentur, wo er als Nebenjob diese Webseiten macht. Und naja, gut, das dazu. Aber wie gesagt, die wichtigste Botschaft war heute, das Video ist gesperrt, was ich gestern Abend gemacht habe. Inquisition wird auf YouTube nicht mehr fortgesetzt. YouTube zensiert, alleine aufgrund des Titels. Und das ist ja schon passiert mit anderen Videos. Und deswegen werde ich mich von dem rein deutschen Kanal, bis dort Bibelstudie erscheint, zurückziehen und würde mich freuen, wenn ihr die Bibelstudie-Videos, wenn ihr denen folgen würdet. So, das war es jetzt auch. Wie gesagt, es sollte ein kurzes Video sein. Ich habe jetzt auch Hunger, ich möchte gerne Mittag essen. Und deswegen verarbeite ich jetzt dieses Video und dann setze ich es als Sofortpremiere auf YouTube auf dem Kanal Joggler66 hoch. Das heißt den deutsch-, englisch- und flämischsprachigen Kanal. Da könnt ihr es euch dann anschauen. Und ich bitte euch in der Zwischenzeit um eure bleibende Unterstützung. Verteilt diese Videos weiter. Und das ist nochmal ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, Videos, die auf diesen Kanälen erscheinen, runterzuladen und zu speichern. Ja, runterzuladen und zu speichern. So, das wäre es dann soweit. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch Gottes Segen, dass er euch möge behüten und beschützen und segnen und in die Wahrheit führen. Und dafür müssen wir alle unsere Bibel lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern. Die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Möge
den Tod er überwunden hat. Ein wahrer Mensch und wahrer Gott, mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen, darum wird er gepriesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der ein Sünd und Laster meiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben.